Die Fed hat zuletzt angekündigt, dass sie womöglich die Zinsen früher anheben möchte. Und in der Folge passiert was? Der Nasdaq, die hochspekulativen Werte, die teuren Werte, die zinssensiblen Werte, die doch eigentlich fallen sollten, die steigen. Und gleichzeitig geht die Rendite der US-Anleihen runter, wobei man doch davon ausgehen muss, wenn es mehr Zinsen gibt. Es ist doch normalerweise auch so, dass die risikolose Rendite nach oben gehen sollte. Das passt doch irgendwie gar nicht zusammen. Und genau damit wollen wir uns in dieser Ausgabe beschäftigen. Damit herzlich willkommen und lasst uns gleich loslegen. Um das nochmal zu verdeutlichen, die Fed hat in ihrer letzten Sitzung, dazu habe ich eine ausführliche Analyse gemacht, bekannt gegeben, dass einige Mitglieder der Meinung sind, nämlich 7 von 18, dass man bereits im Jahre 2022 die Zinsen anheben sollte. Wenn die Fed früher anfängt, die Zinsen anzuheben, dann bedeutet das gleichzeitig, dass zum Beispiel für verschuldete Unternehmen, aber auch für Unternehmen, die sehr teuer sind, dass es A schwieriger ist, sich zu refinanzieren und B ist es weniger attraktiv eigentlich in einem Umfeld steigender Zinsen Aktien zu kaufen, die relativ teuer sind. Erstaunlicherweise ist es aber so, dass der Nasdaq 100, ich zeige euch das mal, sehr stark trotzdem gestiegen ist und sogar noch eine Beschleunigung erfahren hat. Das heißt, wir sehen, dass der Nasdaq 100 in den letzten 33 Handelstagen, respektive in einem Monat und 18 Tagen, über 15% an Wert gewinnen konnte. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Rendite der 10-jährigen Anleihe seit dem Peak, was wir im März gesehen hatten, bei 1,77 immer weiter zurückgekommen ist und seit der FED-Sitzung sogar nochmal richtig Gas gibt. Allein 22% ist die Rendite der 10-jährigen Anleihe unter Druck geraten von knapp 1,60 auf mittlerweile sagenhafte 1,24. Das ist doch eigentlich absurd. Die Fed sagt, wir wollen früher die Zinsen anheben. Was passiert? Die Rendite der Anleihen gerät unter Druck und der Nasdaq 100 steigt. Wie passt denn das eigentlich zusammen? Meine Theorie ist folgende. Der Markt beschäftigt sich derzeit weniger damit, dass die Fed irgendwann Ende 2022 die Zinsen anheben könnte. Der Markt beschäftigt sich eher damit, wenn Sie die Zinsen anheben wollen Ende 2022, müssen Sie ja richtig Gas geben. Dann müssen Sie ja jetzt schon anfangen und mit dem Tapern beginnen. Denn die Fed kauft ja 120 Milliarden insgesamt an Anleihen, Staatsanleihen, 80, 40 Hypothekenbesicherte. Und ihr müsst euch das so klar machen. Die Fed, habe ich aber auch schon mal gesagt, wartet normalerweise 6 Monate, bis dann die Zinsen angehoben werden. Das heißt, das Anleihenkaufprogramm muss auch rechtzeitig zu Ende gehen, damit man 2022 bereits die Zinsen anheben kann. Viele sagen ja auch von den FED-Mitgliedern, also deutlich mehr, dass man für das Jahr 2023 sogar 2 Zinsschritte durchführen sollte und könnte. Alles in allem muss die FED also viel früher anfangen, die Unterstützung für die Wirtschaft, nämlich das Anleihenkaufprogramm, runterzufahren oder mit einem schnelleren Tempo. Und die Tatsache, dass die Rendite der Anleihen runterkommt, besagt im Grunde genommen derzeit eins. Was ich euch immer wieder sage, es gibt eine hohe Korrelation zwischen Wirtschaftswachstum und Rendite der Anleihen in den USA. Und die zyklischen Aktien und die Wirtschaft braucht derzeit die Unterstützung der Fed. Und in dem Augenblick, in dem die Fed die Unterstützung wegnimmt, ist es so, dass die Wirtschaft weniger stark wächst. Und deswegen gerät die Rendite der 10-jährigen Anleihe unter Druck und die Tech-Werte können weiter steigen, weil sie nämlich von sich aus Wachstum ermöglichen können. Damit könnte man jetzt auch sagen, ja super, dann lass mal noch ein bisschen Tech-Aktien kaufen. Die Rendite der Anleihen wird auch weiterhin und deutlich unter Druck geraten. Lass uns mal die Idee ein bisschen andersrum spinnen. Jetzt stellt euch vor, die Inflationsdaten, die jetzt rauskommen, sind nicht mehr ganz so stark. Und die Fed hat ja darauf reagiert, weil die Inflationsdaten hochgegangen sind. Gestern kam ja das Protokoll der Fed raus. Und in diesem Protokoll ist es so, dass mittlerweile, oh, jetzt habe ich die Zahl vergessen.
Ich glaube 13. Formationstrainer Alexa war schon wieder da. 13 der 18 Fed-Mitglieder mittlerweile davon ausgehen, dass die Inflationsrisiken aufwärts gerichtet sind. Im März waren es erst 5. Richtig. Der Mann hat ein unglaubliches Gedächtnis. Jetzt stellt euch vor, die Inflationsdaten fallen schwächer aus als erwartet. Was glaubt ihr, was dann passiert? Seltsamerweise wird dann eher die Rendite der 10-jährigen Anleihe nach oben gehen, weil der Markt davon ausgeht, oh, die Fed wird also noch ein bisschen mehr Gas geben. Und dann könnte nämlich der Nasdaq unter Druck geraten. Und wir sind an einer ganz entscheidenden Zone bei der 10-jährigen Anleihe angekommen. Denn wenn ihr euch das anguckt, also es war hier eine bullische Konsolidierung, die wurde bärisch aufgelöst. Wenn ich euch das jetzt hier als Rechteck einzeichne, was hier passiert ist, so, und wir das hier so nehmen und einfach runtersetzen. Nee, ich möchte nur das Rechteck, bitte, danke. Ah, da unten wäre im Bereich von 1,20 diese Höhe abgearbeitet. Und es wäre auch die 200-Tage-Linie. Und wir wären auch noch im Bereich einer Horizontal. Seht ihr, wie dieser Widerstand scheitert, hier damit kämpft und durchgeht? 1,20, 1,21 ist eine ganz entscheidende Zone, auf die man achten muss. Nicht nur, wenn man Tech-Aktien besitzt, sondern insgesamt. Vielleicht schaffe ich das mal einmal auf die Schnelle, euch den Nasdaq reinzuholen, damit ihr mal diese Korrelation sehen könnt. Sieht man das eigentlich? Ich finde, man kann es sehen. Als hier die Renditen angezogen haben, sieht man nicht so richtig. Ist der Nasdaq unter Druck geraten? Wir können es mal anders anschauen. Von Ende Januar hoch bis in den März, bis Ende März, sind die Renditen angezogen. Jetzt lass uns mal gucken, was der Nasdaq gemacht hat. Und zwar hier, von Februar runter bis in den März hinein. Ist nicht 1:1 die Korrelation, aber die Rallye ging los am 1.4., da hat der Nasdaq wieder Gas gegeben. Das war der Zeitpunkt, als die Renditen nämlich hier am 30. März ihr Peak gesehen haben. Und deswegen muss man sich, wir nehmen den mal hier raus, eins klar machen. Anziehende Renditen sind eher Gift für den Nasdaq 100. Und die Renditen nähern sich langsam Unterstützungen. Also 1,20, 1,19, 1,18 ist meiner Meinung nach eine sehr starke Unterstützung. Alles nur rein technisch. Und wenn wir uns das einmal anschauen von der letzten Aufwärtswelle, nehme ich von hier. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich es her hatte jetzt. Ah, genau, doch, von hier. Hier, guck mal, das ist diese Konsolidierung und da geht die Rallye los. Ist etwas tiefer im Bereich von 1,13, 1,14, die 60% Retracement und hier sind wir im Bereich der 50%. Das heißt, von dieser gesamten Welle ist auch schon einiges abgebaut worden. Ich hoffe, dass jetzt verständlich geworden ist, dass also Risikoaktien, Wachstumsaktien demnächst, wenn man sich das hier so anschaut, unter Druck geraten könnten. Achtung, falls gerade die Inflation nicht so stark ausfallen sollte. Jetzt, wenn wir uns den Nasdaq anschauen, und das ist auch der Grund, warum ich dieses Video mache, da hat gestern jemand geschrieben als Kommentar, Hamid, würdest du jetzt Nvidia kaufen oder würdest du erst den Split abwarten? Und wenn ich euch einmal kurz den Nvidia-Kurs zeigen darf, also wir haben Nvidia für unsere Klienten hier auf der Long-Seite gekauft. Nee. Stimmt gar nicht, ein bisschen höher war das. Knapp unter 500, oder? Ja. Ja, also 490, also hier so in dem Bereich. So, und ich habe damals, habe ich aber auch hier schon mehrfach gesagt, eine leidenschaftliche Rede gehalten, warum wir unbedingt Nvidia kaufen sollten, obwohl sie ein KGV von über 30 haben. Und wenn ihr euch das, vielleicht wird das hier so deutlicher, wenn ihr euch das mal im Wochenchart anschaut. Liebe Leute, Nvidia hatte ja schon hier, falscher Stift, hatte ja schon nach dem Corona-Crash, was bei Nvidia relativ klein ausgefallen ist, bereits einen Anstieg von 226% gesehen.
Und jetzt haben wir allein in den letzten Wochen wieder einen Anstieg von 55% gesehen. Und seit unserem Einstieg ist es sogar ein Anstieg von 80%. Das ist der Inbegriff einer Fahnenstange. Und nicht nur ich möchte mich von meiner Nvidia-Aktie nicht trennen, versteht mich richtig. Nur wer möchte denn nach einer Fahnenstange gerade mal in 4 Monaten von 80% jetzt in diese Aktie reingehen? Also ich möchte das nicht. Und während wir eine Nasdaq 100 sehen, was sich echt stark entwickelt hat und innerhalb eines Kanals läuft und durchaus muss nicht, aber auch das Potenzial hat, hier an den Oberrand des Kanals zu laufen, muss man zwei Sachen festhalten. Erstens, der massive Anstieg ist aus meiner Sicht konsolidierungsanfällig. Muss die Konsolidierung jetzt hier sofort kommen? Nö. Der Nasdaq kann auch noch ein bisschen weiterlaufen, 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 weiterlaufen und dann in eine Konsolidierung übergehen. Nur solche Anstiege sind ganz häufig konsolidierungsanfällig. Egal, ob du es in einer ganz kleinen Zeiteinheit hast, in einer mittleren oder in einer ganz großen Zeiteinheit. Und deswegen, ich wäre echt vorsichtig, hier jetzt additiv auf den Nasdaq zu setzen, sondern ich persönlich möchte nicht sagen, das ist das Ende der Rallye, sondern das, was ich sehen möchte, ist, dass man zum Beispiel beim Nasdaq bis Ende August eine Konsolidierung sieht, wann immer diese Stange auch zu Ende geht, vielleicht sogar in den September hinein, bevor dann die nächste Welle kommt. Könnte der Nasdaq ein Pullback machen? Und das ist genau das Entscheidende. Ich bin nicht derjenige, der das Top greift und das Top vorhersagt. Das überlasse ich ganz anderen, diese Dinge durchzuführen oder glauben machen zu können. Was ganz wichtig ist, guck mal, während der Nasdaq hier neue Allzeithochs gemacht hat, was haben denn die zum Beispiel Plug Powers gemacht? Also die haben den Ausverkauf mitgemacht, aber die sind nicht so richtig mit hochgekommen. Was haben denn zum Beispiel die Tilrays gemacht? Ein bisschen nach oben gerannt, aber sofort wieder unter Druck geraten. Das heißt, wenn die gesamte Tech-Branche unter Druck gerät, dann haben es die Aktien aus meiner Sicht besonders schwer, die hier liegen geblieben sind. Die sollte man auf gar keinen Fall noch im Portfolio haben. Meiner Meinung nach, denn jetzt gehen wir wieder zu der Rendite der Anleihen. Ich sehe eine deutlich, deutlich größere Wahrscheinlichkeit dafür, dass in der besagten Zone im Bereich von 1,20 die Renditen wieder anziehen sollten, weil es eine starke Unterstützung ist. Und dann sind wieder andere Aktien gefragt. Das heißt, es gibt wieder dann eine Sektorrotation in andere Werte. Und deswegen hochspekulative Werte, die nicht gut gelaufen sind. Ich erlaube mir jetzt nicht zu sagen, man muss sie unbedingt verkaufen. Das ist nichts, was mich auf der Long-Seite derzeit interessiert. Und hier kommen dann wieder die konservativen Werte ins Spiel. Kommen vielleicht wieder die Zykliker ins Spiel, die etwas zu viel abgegeben haben. Kommen vielleicht zinssensible Werte mehr ins Spiel. Und darum Nasdaq derzeit long, für mich nicht danke, sondern Sektorrotation. Und das ist als ein Beispiel auch ein Grund, warum wir, ein Beispiel, wir hatten Apple gekauft. Ich habe euch das hier sogar gezeigt. Gestern hat mir jemand geschrieben, kannst du mal eine Aktie kaufen, zeigen, die du sofort kaufen würdest. Ich habe euch Apple gezeigt und habe gesagt, Leute, wenn ihr aggressiv seid, könnt ihr das einfach an der 200-Tage-Linie kaufen. Ich würde warten, bis er das hier nämlich bestätigt und dann nach oben rennt. Das haben wir gemacht. Und wir sehen, dass Apple im Bereich einer Widerstandszone ist. Wir haben hier diesen schönen Gewinn bereits realisiert. Oder wir haben als Trade, nicht als Investition, haben wir auch AMD auf der Long-Seite gehandelt. MJ, du hast einen richtig guten Ausstieg gefunden, Alter. Du hast einen richtig guten Ausstieg gefunden. AMD ist gestern 4,2% gefallen. Das war nämlich unsere Zielzone. Wir haben, weißt du noch, wo wir AMD gekauft haben? Das weiß ich nicht. Also, aber das, was wir gesagt haben, ist, hier diese horizontale Marke ist für uns die Zielzone. Und wir haben AMD gekauft für
83,44. Danke, 83,44. Ah ja, klar, stimmt, aus dieser Konsolidierung heraus, das war der Ausbruch und dann hat er den Rücksetzer gemacht und dann haben wir gesagt, ja, das täten wir auch. Das waren so 14% in 10 Handelstagen. Ich sage euch aber auch total gerne und ehrlich, heute habe ich so richtig die Fresse poliert bekommen bei Australdollar, Schweizer Franken. Das gehört zur Börse. Zwei funktioniert, einer funktioniert nicht, super. Selbst wenn zwei funktionieren und zwei nicht funktionieren, aber die, die funktionieren, die bringen dir mehr Geld, auch alles gut. Und deswegen, alles, was ich euch sagen will, ist, es ist nicht der Zeitpunkt, Tech zu kaufen. Achtet darauf, dass das Gegenspieler sind, Tech und die Rendite der 10-jährigen Anleihen. Und habt euer Risiko im Griff, wenn ihr in hochspekulativen Werten seid. Ich glaube, dass dieser dynamische Anstieg der Vorbote ist, dass wir in den kommenden Monaten deutlich höhere Renditen bei den Anleihen sehen werden. Und dann sind eher zinssensible Aktien deutlich mehr gefragt. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.